Moin Leute, Harald wieder am Start. Heute spielen wir wieder, bis wir verlieren. Heute mit dem Team von Jenny Crackles. Hat sie mir gegeben, weil ich brauche halt einfach ein gutes Team aktuell. Ich habe halt gerade nur scheiß Teams. Ich kann es einfach nicht schaffen, ein gutes Team zu machen. Also vielen Dank an Jenny, dass sie mir dieses gute Team gegeben hat. Dieses Sunroom Team, also das kennen wir ja, ist sehr bekannt uns auf jeden Fall. Aber sie hat uns noch ein paar Sachen geändert. Sie hat einfach Rang 24 erreicht mit dem Schleuder Mantidea, was ich ihr empfohlen hatte. Einfach viel zu wild. Ja, wie gesagt, heute kämpfen wir, bis wir verlieren. Mal gucken, wie lange das dauern wird. Wahrscheinlich nicht so lange. Direkt kämpfen wir gegen Koronospora. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte sie Calamanero jetzt auch so gerne, dass man damit Astral Barrage überleben kann. Sieht so aus. Ich finde es so komisch, sie investiert einfach nicht in KP, ne? Das finde ich wirklich so komisch. Andererseits, ich glaube, ich liebe doch. Entschuldigung, liede doch lieber mit Koronospa, weil dein Quirtle reinkommt. Dann das letzte Pokémon. Muramura hat halt nicht den Rundumschutz, ne? Ist ja natürlich eine geile Option gewesen. Schleudermantidia könnte natürlich hier das Koronospa auch töten. Der hat auch so richtig komische EV-Verteilungen. Warum investiert sie nicht in KP? Kriegt man damit irgendwie. Keine Ahnung. Ist ja auch egal, Freunde. Ich würde schon gerne das Muramura mitnehmen, eigentlich. Machen wir das einfach mal. Wir könnten vielleicht auch so richtig eklige Double Trick Room Plays gehen. Bin nicht sicher. Die haben in diesem Discord so ein komisches Kartenspiel angebaut. Das ist vollkommen wild. Das spammt mich die ganze Zeit zu, Alter. Meine Güte. Gar keinen Bock jetzt zu verlieren, Alter. Ich hatte gestern irgendwie so eine Siegesserie von 5 oder so. Jetzt kriege ich direkt voll aufs Maul, Alter. Jo. Hat nicht Jenny mir gestern extra geschrieben, dass Koronospora sowohl Nahkampf als auch Astral Barrage überlebt? Moment. Moment. Hier. Koronospora einfach so wild, tankt eine Astral Barrage und Nahkampf von Mishu und kann easy auf Trick Room gehen. Die Frage ist halt. Okay. Die Frage ist halt. Ging es dabei um Leben auf Calyrex? War das nur Roll? Finden wir es raus, Freunde. Finden wir es raus. Okay. In Didi wird reingewechselt, okay. Also gut, dass ich nicht redirected habe. Der Gegner spielt ja so lost. Jetzt kann ich einfach auf meine Glacial Lands gehen. Ich habe leider nicht rechte Hand auf meinem Koronospa. Aber ich glaube, in Didi könnte sterben. Nee, wahrscheinlich sogar nicht. Die Frage ist, in wen wird das Koronospa rausgewechselt? Hat der Gegner Fuego? Nee. Soll ich einfach auf Eisenabwehr gehen? Ich könnte einfach Muramura oder Quirtle reinwechseln. Aber ich sehe wirklich gar kein Problem damit, einfach auf eine Blizzard-Lanze zu gehen. Wenn nochmal auf den Flächen macht, falls der Gegner irgendwas Komisches reinwechseln will. Ich glaube nämlich, der Gegner wird irgendwas Komisches reinwechseln. Vielleicht so wie Ramoff oder so. Und wir haben halt bei Jennys Team das Offensive sehr wohl. Das heißt, damit könnten wir richtig Schaden reinhauen. Halt nicht viel mehr Schaden als bei einem Defensiven. Ich persönlich mag ja das Defensive mehr, weil man halt einfach wirklich viel mehr Attacken über. Okay, der Gegner denkt sich einfach, Psychosamen mein Arsch, Alter, ich kritte einfach. Bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird für den Gegner. Ah, schade, dass es nicht auf Spukball gegangen wäre. Das wäre jetzt komplett wild gewesen, einfach. Oh!
Da hat das Offensive nicht genug, einfach. Mal gucken, das müssten wir eigentlich überleben, selbst wenn er dann Leben opfert. Also mit meiner Alpha-Verteilung, ich weiß nicht, wie das bei Janice ist. Okay, sehr gut. Also, all in all, ich sehe keinen Grund, es nicht normal zu machen. Der Gegner hat literally null Switch-ins. Schade, dass Ndidi jetzt keinen Kill gesnackt hat. Ey, stell dich vor, Ndidi mit dem Double KO, Alter. Ich mach das Boy, den Boy Leben Orb jetzt. Nein, aber jetzt, wenn wir auf Schubball gegangen wären, das wäre wirklich der Play gewesen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass der Gegner auf rechte Hand geht. Aber er hat wohl gedacht, dass es ausreicht. Aber bei einem Psychosam Setcup, also, der Gegner hat wohl noch nicht gegen einen Psychosam Calyrex gespielt, muss man einfach sagen. Jetzt frage ich mich, ob der Gegner einfach, also auf jeden Fall wird er nicht sein Corona-Spray jetzt hier opfern, logisch. Wahrscheinlich geht er auf Schutzschild, opfert seinen Ndidi und bringt dann sowas raus wie Wishu. Aber dann kann ich einfach Kronos mit einem Spukball besiegen und das Wishu mit dem Body Press angreifen. Jupp. Ich muss halt zeitlich einfach das Kronospoil töten, bevor der Bezahlraum ausläuft. Ja, wir haben schon mal plus 1 Angriff, das ist schon mal was. Oder er geht auf den Unschutz einfach. Das wäre natürlich auch Premium statt Nahkampf. Würde er sogar wahrscheinlich machen. Einfach auf den Unschutz gehen mit Wishu. Dann kann ich einfach das Konosper endlich töten mit Spukball. Jo. Dann das Wishu mit Bodypress schwächen, sodass er nach einer anderen Attacke ausreicht dagegen. Oder ich gehe auf Eisenabwehr. Aber ich glaube, danach sterbe ich trotzdem durch den Nahkampf. Also dann gehe ich lieber auf nicht Eisenabwehr, sondern halt auf Bodypress. 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 Gegner denkt sich jetzt wahrscheinlich easy Rundumschuss. Ich hoffe, der Gegner ist nicht dumm. Ich hoffe, nee, der Gegner denkt sich jetzt, ich hoffe, der Gegner ist dumm. Ich hoffe, der Gegner ist dumm. Bitte, 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 sei dumm. Und ich bin so, nö. Der Gegner ist so, nein. Und ich bin so, tja, ja. Aber der Gegner kann es noch easy gewinnen, wenn der Koronas bei rauswechselt zum Beispiel. Aber, ja, tut er halt nicht, leider. Tut mir leid. I'm sorry for breaking your heart. Body Press. Mit dem anders fährt ein Schaden. Nicht schlecht, er spricht. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Jetzt frage ich mich, wie der Gegner gewinnen will. Vielleicht. Oh, was hat der Gegner noch? Galatz Zapdos zum Beispiel. Das wäre jetzt richtig gut gegen mich. Aber wir müssen bedenken, der Gegner kann ja noch einmal auf den Umschutz gehen. Die Option muss ich jetzt respektieren. Und da ist auch schon das Ramoth. Was ein riesiges Problem für mich ist. Das heißt, ich würde gerne mit Body Presses wie Schuh töten. Und direkt mein Muramura einfach reinwechseln. Weil ich habe halt Steinhagel. Und sobald das Wishu tot ist, kann ich halt auf Steinhagel gehen. Außerdem hat. Okay, gut. 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 Ja, das war ein solider Win. Noch ist das Video nicht vorbei. Respekt auf jeden Fall an mich. Das. Naja, mal gucken. Ich finde es so komisch, mit Jennys EVs zu spielen einfach. Das fühlt sich so komisch an. Ich weiß nicht, warum sie nicht in KP investiert, so. Ich verstehe nicht, was ist das Problem damit, in KP zu investieren. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie irgendeinen Grund dazu. Also, Jenny, wenn du, hast du einen Grund dafür, dass du nicht in KP investierst, was die EVs angeht? Lass es mich gerne wissen. Weil, vielleicht weiß ich irgendwas nicht, was du weißt. Aber, ja, ich fach vielleicht einfach noch meine eigene Version von dem Team. Also, hab ich das schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Okay, wir haben Coaching. Ist es nicht das Team von Dragonair Jordan? Ich würde fast gerne damit leaden, ne? Ich würde so gerne damit leaden. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut. Das Kabukicho ist halt ein riesiges Problem, ne? Kanamanero hätte schon was. Aber ich glaube, ich nehme lieber Muramura mit. Für Steinhagel und Pressure und für Guru Ball. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich werde vielleicht nochmal meine neue eigene Version von dem Team machen, wo ich halt nichts ändere, außer halt die EVs. Und halt die DVs, weil Calyrex hat halt nicht nur Innen bei Jenny leider. Aber ist ja gar nicht schlimm. Aber dann, ja, dann würde ich halt das vielleicht nochmal machen, dass man halt. Ich bin halt nicht sicher, weil sie hat halt wirklich nicht in KP investiert. Es ist halt. Ich würde einfach mal davon ausgehen, dass es halt mehr Sinn ergibt, auch ein bisschen in KP zu investieren, als halt das nicht zu tun. Aber scheint wohl nicht so zu sein. Okay, der Gegner leadet Fuego und Giratina. Da wäre es natürlich Calamanero komplette Legende gewesen. Aber das ist ja nicht schlimm, wir kriegen trotzdem den Zauberraum raus. Der Gegner wird wahrscheinlich auf Breaking Swipe gehen. Ja, wisst ihr, was ich jetzt mache?
Ich mache jetzt einen der riskantesten Plays, den ihr je gesehen haben werdet. Checkt es aus, Freunde. Weil damit, dass ich nicht Calamanero geleadet bin, bin ich direkt in einer richtig schlechten Position. Weil das Giratina wallt einfach mein fucking Koronaspa, ne? Also checkt es aus, Freunde. Ich hätte einfach Calamanero leaden müssen. Warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Frage ich mich gerade. Warum bin ich eigentlich nicht Calamanero geleadet? Oh, das ärgert mich so hart gerade. Ich war so, okay, easy. Ich gehe einfach auf Glacial Lands ins Giratina. Okay, er geht auf Schutzschild. Schade. Was macht das Fuego? Flammenblitz. In wen? Okay, in das Koronaspra, perfekt. Okay, dann ist es so, bitte kein Schwächenschutz, bitte kein Schwächenschutz, bitte kein Schwächenschutz. Glaube ich auch nicht. Okay, jetzt ist die Frage, was macht Giratina, ne? Ich würde nämlich gerne jetzt auf eine Eisenabwehr gehen. Aber ich glaube, es ist sogar besser, wenn ich jetzt das Giratina schwäche, solange ich noch die Möglichkeit dazu habe. Und dann das Fuego muss ich halt so schnell wie möglich besiegen. Weil ihr habt ja gesehen, dass er hat halt gerade offensiv unfassbar viel Pressure in mich. Und dann muss ich halt hoffen, dass irgendwie mein Muramura gewinnen kann. Ich weiß halt nicht, wie das Muramura das machen soll, aber hey. Also bei Muramura verstehe ich, dass sie nicht maximale KP-Investment hat. Weil sie hat maximale Angriff und maximale Verteidigung. Okay, sie wechselt raus, aber wer ist denn. Ach, Muramura. Okay. 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 Fuego stirbt nicht. Reicht Glacialance aus? Weil wenn nicht, dann wäre das jetzt richtig schlecht. Oh mein Gott, bitte reicht aus. Wenn es jetzt nicht ausreicht, ey, das wäre so schlecht. Ich würde sehr gerne noch weiterhin mein Ding benutzen. Ehrlich gesagt. Nein! 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 Das Flammenblitz in meinem Mantidia. Okay, das tanke ich aber. Das heißt, das ist zwar sehr, sehr schlecht, aber noch lebe ich. Noch lebe ich. Oh, das ist wirklich sehr, sehr schlecht, Freunde. Weil jetzt könnte halt das Muramura mich einfach besiegen. Weil ich habe halt nur plus 1 Verteidigung. Aber ich habe die Eisenkugel. Damit bin ich höchstwahrscheinlich nicht langsamer als das Muramura. Mal gucken. Kapukime kommt rein. Wir haben maximale Verteidigung. Ich glaube nicht, dass es ausreichen wird, um Muramura zu besiegen. Was ich jetzt also machen könnte, wäre folgendes. Nee, ich muss das Muramura anschwächen. Für den Bodypress von meinem Muramura. Und damit Mantidia gehe ich auf Schutzschild. Weil Mantidia ist halt meine beste Antwort in das Kapukime. Ich kriege hier eine Nachricht. Ist jetzt wichtig, Moment. Sobald ich verliere. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Und jetzt geht er auf Gedankengut. Bruder, als ob mich das gekillt hat. Das fühle ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Nee, Eissturm. Ach, ich fühle mich jetzt so schlecht, ehrlich gesagt, Freunde. Ich könnte halt jetzt Servol gehen. Ich könnte jetzt Servol gehen und dann versuchen, das Muramura zu besiegen. Oh, das ist richtig schlecht, Freunde. Das ist wirklich richtig schlecht. Ah. Hat mich Gyrobald echt gekillt? Bruder, das ist wirklich grauenvoll. Ich glaube, ich gehe mal lieber auf Flächenmacht. Und Kraftkoloss müsste halt das Stack-Attacker töten. Also höchstwahrscheinlich nicht. Jetzt, wo es auf plus 1 Verteidigung ist. Steinkante hat er eingesetzt, geht aber daneben. Tja. Vielleicht hat mich auch Steinkante gekillt gehabt eben. Oh, Mantidia, jawohl. Oh. Oh, ja, Mantidia. Meine Mutter hat mich gerade eben angeschrieben, ob wir uns schnell um das Internet kümmern sollten. Wäre vielleicht eine gute Idee. Muss ich zugeben. Okay, Flächenmacht macht ein bisschen Schaden. Eissturm kommt raus. Macht mich halt jetzt schneller, was ein bisschen blöd ist. Sollte mich aber nicht killen. Dank dem Spezialverteidigungsinvestment. Was ich halt empfohlen hatte, sehr schön. Das ist sehr gut. Ey, freut mich, dass Jenny da auch die EVs und so ein bisschen anpasst. Das finde ich sehr gut. Wir haben jetzt immer noch Muramura und ein Zufall mit Zaruron. Ich würde sogar gerne Muramura reinwechseln, einfach das Kapukimo töten. Und wenn das Giratina dann nicht mein. Ich glaube, Giratina geht auf Schutzschild jetzt. Hat er schon gezeigt, dass er Schutzschild hat?
Das heißt, ich wechsle den Boy rein, versuche dann das Capokimo zu töten. Dann kann ich versuchen, auf Schüttel Protect zu gehen. Und dann kann ich mit Schleuder gewinnen. Ey, wenn ich mit Schleuder jetzt noch gewinnen kann, das wäre einfach viel zu wild nach all dem, was passiert ist. Wahrscheinlich geht der Gegner aber auf Dragon Swipe einfach. Aber ich bin nicht sicher, ob es das Team von Dragon Air Jordan ist. Vielleicht hat der Gegner ja auch gar nicht Dragon Swipe. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel gesehen von dem Team. Ich hatte nicht so viel Zeit, mir Pokémon-Videos anzugucken, letzte Zeit leider. Okay, er geht nicht auf Schutzschild mit keinem der gegnerischen Pokémon. Capokimo ist also schon mal tot, was sehr gut ist. Wir hätten aber auch Giratina töten können einfach. Was macht Giratina? Es geht auf Schirmenkraft. Warum geht er auf eine Geistattacke, wenn ich einen Redirection-Pokémon habe, was vom Typ normal ist? Warum macht er das? Das verstehe ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was, Junge? Ah, Schleuder, was die Idee? Die Ehre ist einfach viel zu viel gerade. Ah, oh, die Ehre ist einfach zu sehr am Start, Freunde. Einfach zu viel Ehre, Freunde. Es ist einfach zu viel Ehre. Schleuder Mantidea mit dem One-Hit auf Giratina, Alter. Die Ehre ist einfach. Ah. Oh. Brunisbeere Zapdos. Interessantes Capokimo. Ach ja, das ist Dragonair's Jordan Team, glaube ich. Ja, guck mal, es ist sogar ein Motil. Ui. Er hatte sogar Breitseite. Warum er darauf nicht gegangen ist, weiß ich nicht. Interessantes Muramura. Ja, sehr cool. Wir konnten das besiegen. Auf jeden Fall ein sehr cooles Team. Also falls ihr Dragonair Jordan noch nicht kennt, dann checkt ihn aus auf jeden Fall. Ja. Wir haben wieder gewonnen, sind Top 3000. Nice. Endlich mal kein peinliches Ranking mehr. Nein, alles gut. Aber es ist schön mal wieder zu gewinnen. Mit Schleuder Mantinier, Alter. Ach ja. Ich bin so froh, dass ich das vorgeschlagen hatte mit der Schleuder auf Mantinier. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, weil ich dachte, so wäre doch cool, bevor Quirtle zwei Pokémon tötet, noch einen Boost zu kriegen, so. Ich hätte eine. Oh. Das Team kenne ich auch. Das Team hat nicht Rundumschutz. Er wird nicht Zygarde leaden, würde ich sagen. Aber mit was leadet er? Leute, ich habe ja nichts, um Amphira zu töten. Ich muss halt Mantidia. Boah, Schulz. Ich glaube, ich muss sogar, so wie es tut, leider mit Koronaspora und Tindidi leaden. Dann Quirtle ist halt ein richtiger Ehrenmann in dem Kampf. Wir müssen halt nur Zygarde töten. Und dann lässt das Pokémon. Muss Mantidia sein, wie dem Capokimo. Ich weiß, es sieht nach einem sehr, sehr guten Matchup aus. Und ist es wahrscheinlich auch, aber wenn ich einen Fehler mache, dann ist es ganz schnell vorbei, Freunde. Ich muss nur meiner Mutter schreiben. Ich mache gerade das Video. Hört auf. Sobald ich verliere. Oh. Ja, aber es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Also in meiner Luxus. Nein, Quatsch. Bei meinen Fischen vor allem. Jetzt hat meine Mutter das den Eimer so hingestellt, dass ich den Fisch nicht sehen kann. Weil der Fisch liegt jetzt genau hinter dem Eimer. Naja, auch egal. Ich werde ja heute wieder losfahren in meine neue Wohnung. Das wird so wild, Alter. Die Wohntour bei 2 wird richtig wild. So überall schwarze Möbel und so. Das wird ganz wild. So extra. Habe ich mir so gedacht. Das fände ich irgendwie ziemlich cool. Mit so einer dunklen blauen Lampe und dann so lauter schwarze Möbel. Aber dann so ein schöner blauer Teppich und so dann die blaue Switch und so. Ich habe noch keine Bettwäsche, aber so blaue Bettwäsche wäre auch vielleicht ganz cool. Okay, Capokimo und Amphira. Das ist natürlich gut. Nee, es ist nicht gut, weil der Gegner mich jetzt vergiften kann. Die Frage ist halt, will ich Schaden auf meinem Koronaspan nehmen? Ne? Aber die eigentliche Frage ist, kann ich verhindern, Schaden auf Koronaspora zu nehmen? Und ich glaube, der Gegner wird halt meine Follow-Me-Option
krass respektieren, sollte ja auch. Was ich also mache, ist einfach auf Bezahlraum gehen und auf Flächen machen. Und dann werde ich mein Matidia wieder reinwechseln. Ich hätte jetzt eigentlich gerne ein Nebelfeld draußen gehabt. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber ist okay. Ich muss mal auch wieder meinen Computer anstecken. Nicht, dass der alle wird. Vielleicht müssen wir den Gegner auch Timer stallen. Nö. Ja. Ich finde halt den Lead vom Gegner. Oh. Okay, das war sehr, sehr, sehr schlecht. Das war auf jeden Fall verhinderbar, dass das passiert, Freunde. Erst Leben, ob dem Lehmbrühe. Sollte mich aber nicht killen, weil das ist kein Kyogre. Okay. Schieß. Das hätte sehr, 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 sehr schlecht enden können, Freunde. Habe ich gesagt, dass es schlecht hätte enden können? Ich glaube schon. Ja, das war auf jeden Fall sehr unnötig von mir, aber ja. Einfach guter Play vom Gegner, muss man einfach sagen. Er hat Überreste Karpokime. Oh, das nervt mich jetzt schon, dieses Pokémon. Aber Flechmacht hat er ganz schön reingehauen, muss man schon sagen. Ich glaube zwar nicht, dass Flechmacht plus Blizzard Lanze ausreicht, aber was will der Gegner machen? Er muss jetzt ein Pokémon gehen, was halt hops genommen wird von meinem Konosper, weil er hat keine Konosper-Antwort mehr. Wen schickt er rein? Er schickt also Zygarde rein. So, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Zygarde jetzt nicht schildert. Die Frage ist, überleben wir noch eine Lehmbrühe? Ich weiß nicht, was die Antwort ist. Also ich wechsle lieber mal Matidia rein. Und ich kriege schon mal ein bisschen Chip. Oder? Hat Zygarde Schutzschild? Ganz ehrlich, ich glaube, wir töten einfach jetzt das. Ah, nee, wir töten das nicht. Ich glaube, ich verliere jetzt. Mal gucken. Ich glaube wirklich, dass ich jetzt verloren habe, weil ich nicht auf Spotlight gegangen bin. Wenn ja, wäre das sehr traurig. Okay, Kapukime geht auf Schutzschild. Geht Zygarde auch auf Schutzschild? Ja. Okay. Das heißt, jetzt können wir einfach das Zygarde angreifen. Das wäre nur schlecht, wenn er rauswechselt. Was ich auch hätte machen können, wäre Indeedee rauswechseln. Oder auf Eisenabwehr gehen. Die Frage ist aber, wird der Gegner sein Zygarde rauswechseln? Ich glaube nicht. Oder? Ah, das ist schwierig. Weil ich will halt nicht mein Kronospor opfern, ne? Ich glaube, ich wechsle einfach mal Matidia rein jetzt. Hätte ich letzten Zug schon machen sollen, auf jeden Fall. Aber ist hier gar kein Grund, jetzt hier auf eine Flächenmacht zu gehen oder auf ein Spotlight. Ich kann mir halt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich das noch gewinne. Weil der Gegner muss einfach sein Zygarde rauswechseln. Macht er aber nicht. Warum wird Zygarde nicht rausgewechselt? Okay, zum Glück geht das nicht neben Zygarde daneben. Das hätte echt mir den Kampf gekostet. Die Frage ist, reicht es aus? Die Antwort wird wahrscheinlich nein sein. Oh, let's go. Let's go. Let's go. Zygarde gewonnen, Boys and Girls, Ehre. Ich kriege jetzt einen Angriffsboost, ist aber egal, weil der Gegner einfach mich jetzt töten wird, höchstwahrscheinlich. Nee, er geht auf eine. Ach so, doch, tötet mich. Ich hätte also doch auch wieder wetschen gehen können. Aber er ist jetzt. Ganz ehrlich, ich wieder weckte lieber den Schaden von Matidia als von. Kronospa, sobald es gerade tot ist. Das haben beide von uns sehr schlecht gespielt. Ich bin, glaube ich, nicht einmal auf volle Miek gegangen mit Servol. Und der Gegner hat einfach sein Zygarde geopfert. Wir haben halt beide einfach overpredicted, aber das ist witzig, weil wenn die beide overpredicten, dann habe ich immer noch den Vorteil, weil ich habe bei dem Matchup Vorteil und zum Glück auch die richtigen Pokémon mitgebracht. Wir sehen Tantantel. Ne, wir sehen Eleki. Gut, also ich habe, ja. 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 Geht wieder auf Double Protect, wie es aussieht. Aber ich habe trotzdem, glaube ich, noch genug Züge vom Bizarro-Raum, um das zu gewinnen, ehrlich gesagt. Hintergrund. What the fuck? Mir schickt irgend so eine App gerade Benachrichtigungen. Nicht zustimmen. Hä? Wollen die mir in den Arsch lecken?
Okay, das ist jetzt schlecht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Dönerblitz geht in mein Quirtel wahrscheinlich. Ich glaube trotzdem nicht, dass der Gegner das gewinnen kann. Ich bin nicht sicher, ob wir das überlebt hätten, wenn wir maximale KP hätten statt maximaler Verteidigung. Aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm, weil wir gehen wieder auf Grasrutsche und mit Serval gehen wir einfach auf Flächenmacht. Wir müssen ja noch einen Zug vom Gezaubraum haben. Und dann das Regieleki kann halt niemals mein Matidea besiegen. Also nicht im 1 gegen 1 Szenario. Und das Kapukimo halt auch nicht. Ja. Es war sehr satisfying, dass wir einfach mit dieser Lanze zu Garde gewonnen haben. Ja. Ja. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Eren Zeng, Alter. Er featuret ja immer diese Teams und dann vergisst immer, was sie machen. Und ich habe zwar das Video gesehen zu dem Team, aber ich habe vergessen, Hitzekoller auf Amphira, Leben Orb, Alter. Ich dachte, der war Fokus geholt. So, Bruder, chill. Nach dem Motto, so, wisst ihr, wie ich meine? Boah, meine Haare sehen irgendwie gerade voll scheiße aus. Gar keine Ahnung. So, Grasrutsche. Finally. Oh nein, wenn der das jetzt überlebt, ne? Wird er halt nicht, aber trotzdem. Dann, weil wir halt offensives Indie sind. Das war in dem Kampf sogar besser als das Defensive. Hat zwar, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, aber. Ah, doch, eigentlich schon. Ja. Naja, Eleki kann halt nicht gewinnen, das wissen wir ja schon längst. Also, ich weiß nicht, warum der Gegner das nicht weiß, anscheinend. Hallo? Ah, doch, könnte er, wenn Elektro. Ne. Kann er nicht. Jetzt gibt er auf. Ach so. Okay, danke. Okay. Ja, aber gutes Spiel. Ich meine, was soll der Gegner halt machen? So, er muss halt hoffen, dass ich irgendeinen Fehler mache. Und ja, hätte sehr gut passieren können, muss man ehrlich zugeben. Hätte wirklich sehr gut passieren können. Aber ist nicht passiert, wie es aussieht. Gucken wir mal das Team an. Mentalkraut Boreos. Das Spezialdefensive, okay. 1000 Pfeiler Knirscher. Drachentanz-Schutzschild. Die EVs sind auch sehr interessant. Hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Dann sehr komisches Kapukima. Sehr offensives Kapukima. Dieses Amphira, das ist echt mit dem Leben Optiker. Warum nicht Fokus Gurt? Warum muss Zedeki den Fokus Gurt haben? Das verstehe ich nicht. Und Tentantel einfach mutig, ja, mit Eisenwalze. Eisenwalze ist ein guter Move, Freunde. Vor allem in dem Format, aber benutzt halt irgendwie kein Schwein. Ich frag mich wieso, keine Ahnung. Wahrscheinlich weil Fuego überall ist und Eisenwalze flittert gegen Fuego. So einfach ist das, Freunde. Ja, wir haben gerade eine ziemlich gute Winstreak. Mal gucken, ob wir den nächsten Kampf auch noch gewinnen oder halt nicht. Ich hätte jetzt Lust, ein paar Sachen nachzukalken, aber jetzt, wenn, um halt die EVs von Jenny Craig ist noch ein bisschen mehr nachzuvollziehen. Aber ich habe Angst, dass genau in dem Moment dann ein Gegner auftaucht, Alter. Was das heißt, wenn das so ist, dann müssen wir kalken, dann taucht ein Gegner auf. Premium, Freunde. Gerade das Handy rausgeholt. Flawless Logik auf jeden Fall, Freunde. So. Okay. Sehr interessantes Team von der Gegnerseite aus. Ich glaube, ich liebe wirklich einfach Calamanero und den Didi, weil ich würde gerne mit Kuronostra sweepen. Ja, ich nehme noch, einfach nochmal Quirtle mit. Muramura wäre natürlich auch richtig cool in dem Matchup. Aber ich wollte lieber Quirtle mitnehmen, weil Eruption. Weil, ja. Vielleicht wäre Muramura sogar besser gewesen. Muramura wäre wahrscheinlich schon besser gewesen. Ich habe halt Angst vor einem gegnerischen Muramura, weil ich muss halt Rundumschuss darauf respektieren und ich habe halt. Ach nee, ich habe Quirtle dabei. Oh, ich bin so gut.
Sehr schön. Schönes Outfit von der Gegnerin auf jeden Fall. Okay. Gengar und Stegadagar. Zum Glück haben wir den Ehrenmann am Start. Das heißt, wir können einfach mal auf Kraftkoloss gehen und auf Flächenmacht und einfach mal gucken, was der Gegner macht. Einfach mal googst du, Freunde. Einfach googeln. Gengar hat wahrscheinlich einen Fokuscode und wird wahrscheinlich meinen Calamanero angreifen. Ich könnte halt auch auf Wiedereweckschen gehen. Aber warum sollte ich, wenn ich einfach Gengar töten kann? Nein, Quatsch. Calamanero ist halt nicht so wichtig, wie man denken würde in dem Kampf. Es ist halt darum, Bezauberung rauszukriegen. Und wenn es halt nicht Bezauberung rauskriegt, ist das halt keine Aufgabe. Und wenn der Gegner halt dafür sorgt, dass Calamanero nicht Bezauberung rauskriegt, was er jetzt höchstwahrscheinlich machen wird, dann macht er das nicht. Außerdem finde ich sehr interessant, wie viel Value gerade mein Servol hat. Weil Wiedereweckschen später im Kampf könnte noch richtig, richtig gut werden. Ich kann es aber jetzt nicht rauswechseln, weil ich habe halt keinen Switch-In. Wenn der Gegner jetzt auf... Nee, wobei, ich könnte das schon rauswechseln. Aber ich will natürlich nicht mein Kronospa gegen die zwei Kronospa-Counter vom Gegner reinwechseln. So schlau bin ich natürlich noch nicht, Freunde. Vielleicht dann im nächsten Video. Okay, wechseln Gänge raus. In wahrscheinlich Yveltal. Wenn ich raten müsste. Ja, guter Play. Guter Play auf jeden Fall. Flächenmacht kommt raus. Wir machen ein bisschen Chip gegen das Muramura. Just a little bit of Chip. Oh, das ist sehr viel Chip, ehrlich gesagt. Deshalb müsste jetzt Kraftkoloss ausreichen. Er hat die Chopo-Beere. Die Frage, die ich mir stelle, ist, geht er auf Bizarro-Raum? Gehst du auf Bizarro-Raum? Er geht auf Steinhagel. Geht auf Steinhagel. Jetzt kennt euch das Muramura töten, bevor das irgendwas macht. Dann habe ich aber mein... Habe ich nicht Bizarro-Raum draußen. Ich gehe also einfach mal auf Bizarro-Raum und Spotlight. Weil da müsste ich Quotel reinkriegen. Das ist schwierig. Das ist richtig, richtig schwierig. Ich glaube, da muss ich nämlich Koronospa reinkriegen und nicht Quotel. Und dann einen Steinhagel fressen, Freunde. Er wechselt Muramura raus. In wen? Das finde ich gut. In Gengar. Weil dann kann ich jetzt erst... Oh, bitte töte mir jetzt mein Servol. Bitte sei ein Ehrenmann. Dann kann ich jetzt einfach auf Glacial Lance gehen. Bitte. Okay, Standpauke. Reicht das aus, um mich zu töten? Ach, gut, dass wir das Offensive sind. Lul. Und da gibt noch ein Spezialangriffsboost. Ist natürlich voll egal. Oh, danke, Mann. Jetzt kriege ich einfach meinen Kronospa rein. Oh, ich kriege die Citrus-Beere aktiviert. Sehr schön. Dann kann ich entweder das Yveltal doublen. Die Frage ist, hat Yveltal Schutzschild? Die Antwort könnte Sie überraschen. Die Frage ist, was passiert, wenn ich Yveltal quote unquote double und es dann auf Schutzschild geht? Dann macht Gengar halt irgendwas. Aber ich glaube, es reicht nicht. Das Gengar wird nicht mein Calamanero besiegen können, weil ich halt die Zitrusbeere habe und halt die Spezialverteidigung, die ich halt habe, um Astralbereich zu überleben. Nein. Sieht gut aus für unsere Helden, auf jeden Fall. Mal gucken. Gengar hat einen Fokus-Gurt. Ich könnte auch das Gengar doublen, aber ich glaube, so ein großes Problem ist das Gengar gar nicht. Das Yveltal ist ein viel größeres Problem. Er wechselt Yveltal raus. Das heißt, wir töten jetzt das Muramura im Switch-In, was sehr, sehr gut ist. Weil ich will nicht gegen dieses... Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Calamanero hier, der Sweeper, Freunde. Sweeper Boy, Calamanero, my man. Jetzt kann ich einfach das Gengar doublen. In der Theorie zumindest. Weil Gengar hat wahrscheinlich einen Focus Goal. Oder? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Glaziola wird reingewechselt. Wird Glaziola auf Schutzschild gehen? Ich würde sagen, ja. Ehrlich gesagt.
Ich würde ehrlich gesagt sagen, ja. Und wenn nicht, dann machst du was richtig Komisches. Aber ich glaube, es geht auch Schutzschild. Bin ich mir sehr sicher sogar. Okay. Ja, geht auf. Sehr schön. Unser Video geht immer noch weiter. Wir sind immer noch am Gewinn, Freunde. Wie auch immer ich das mache. Ich meine, klar, das Team ist sehr, sehr gut. Also nochmal riesen Danke an Jenny Quackles. Aber trotzdem ist es sehr cool. Ich finde es so witzig, weil Wi-Fi Mailman hat er jetzt mit dem Team aufgenommen. Und der BP Gamer wird auch mit dem Team aufnehmen. Max Speed die Welter. Damn. Mit Schwächenschutz. Er hatte also gar kein Schutzschild. Ist aber da rausgewechselt. Scarf Chomp. Er hatte Schutzschild auf dem Gengar, haben wir ja gesehen. Aber kein Bizarro-Raum. Ja, und Muramura halt. Und jetzt werde ich halt auch mein Video machen zu dem Team. Voll der Trend, Alter, Jennys Team benutzen. Ich meine, es ist ja auch mega gut. Ich meine, guck mal, wir sind von. Wir haben unser Ranking ja quasi verdoppelt. Oder? Ich glaube. Weiß ich nicht, bei wie viel Wins wir jetzt gerade sind mit dem Team in Folge. Ich glaube drei. Ich glaube, bei drei sind wir gerade. Sehr erfolgreich. Mal gucken, ob wir jetzt noch das vierte Match in Folge gewinnen können. Das wäre natürlich ziemlich cool. Wenn ich verliere, hört das Video auf. Mal gucken, ob ich verliere. Irgendwann. Wir kämpfen gegen WDNMD. Okay. Okay, schade, dass ich kein Nidoqueen habe. Aber wofür gibt's Leben Orb Muramura, Freunde? Deshalb, ja. Ah, das ist interessant. Ich würde nämlich eigentlich gerne Calamanero leaden. Aber Calamanero verliert den Kampf, wenn der Gegner halt sehr vulgiert. Muramura. Quirtle könnte halt mein Budget Nidoqueen sein. Ich glaube, das müssen wir auch mitnehmen, weil der Gegner auch Muramura hat. Ich glaube nicht, dass der Gegner einen Prison hat auf seinem Indeedee, weil der Gegner hat ja noch Muramura im Team als Bizarro im Konter. Und ich glaube, dann hat er, also ich glaube nicht, dass der Gegner sowohl im Prison Indeedee hat als auch Muramura. Aber ich könnte auch falsch liegen. Ich weiß es nicht, Freunde. Das finden wir jetzt mal am besten raus. Okay, er leadet also Mishu und Konosuba. Wisst ihr, was man Jenny geschrieben hat? Ich bin nicht sicher, ob ich das schon gesagt habe. In dem Video bin ich mir nicht sicher. Aber sie hat gesagt. Kuros war einfach so wild hängen, der erste Mirage und Nahkampf von Mishu. Also, Freunde. Jetzt wissen wir halt nicht, ist es Kuronospa Leben Orb? Wir wissen nicht, ist es Kuronospa. Keine Ahnung was. Ah doch, das hatte ich schon gesagt gehabt, glaube ich. In dem Video. Dieses Mal gehe ich einfach auf Spukball. Mal gucken, ob wir wirklich Astral Mirage, wenn es Schuld, ein Leben Orb hat. Und Nahkampf von Mishu, wenn es ein frohes Wesen hat, höchstwahrscheinlich maximal Angriff überleben werden. Guckst du? Mal gucken. Ich meine, die Farbverteilung ist halt auch so wild, ne? Einfach maximale Spezialverteidigung und maximale KP. Okay, der Gegner hat also einen Leben Orb, ja. Und Abschlag. Dünn, dünn. Bitch. Sehr nice. Und Offensive ist sehr wohl. One-hitted Konosuba. Damn, boah. Das ist vielleicht auch ein Grund, das zu spielen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Soll ich nochmal selber überlegen, ey, vielleicht will ich mir auch nochmal so ein offensives Indeedee ranholen. Nicht schlecht, der Specht, auf jeden Fall. Damn. Boah. Und reinkommt. Stecker-Decker. Auch mit dem Psychosamen. Gut, dass wir Quirtle dabei haben, den Ehremann. Ja, und wir haben unser eigenes Muramura. Das heißt, unser größtes Problem aktuell ist auf jeden Fall dieses Bichu. Ich glaube aber nicht, dass er auf einen Umschuss geht. Das heißt, werde ich einfach mal versuchen, eine Flächenmacht draufzuhauen. Ich glaube, ich kenne das Team vom Gegner irgendwoher. Okay, leider trifft er. Bin mir ziemlich sicher, ich kenne es irgendwo. Oh, ich glaube, wir sterben jetzt einfach. Ich glaube, wir verlieren jetzt beide unsere Pokémon. Beide unserer Pokémon. Beast, Boost. Ich glaube, wir verlieren. Oh nee! Wenn wir die Flächenmacht rausgekriegt hätten, wäre das so. Oh nee! Das sähe so anders aus. Jetzt der Kampf.
Okay, wie können wir das gewinnen? Wir müssen das wie Schuh sammeln, damit wir nicht sterben. Boah, das tut so weh. Wir hätten einfach auf Eruption gehen können oder irgendwas. Oder auf Gyroball einfach. Ich glaube, ich muss wirklich einfach das Wishu doublen. Und einfach das Muramura ignorieren für einen Zug lang. So weh es tut, Freunde. So weh es tut. Bitte geh nicht. Wenn er jetzt auf Rund Umschuss geht, dann ist einfach vollkommen vorbei. Okay. Er geht nicht auf Rund Umschuss. Ey, das tut einfach so krass weh. Das tut einfach wirklich so krass weh, ne? Dass er halt einfach den Flinch gekriegt hat, ne? Denn jetzt wäre Wishu tot. Und ich hätte, okay, Steinhagel. Das müsste Quotel aber überleben. Okay. Flincht da mein Muramura? Okay. Was ist das letzte Pokémon vom Gegner? Das Geile ist halt, der Gegner hat erst gesehen, oha, der hat Eisenkugel Quirtle. Also wir haben ja keine Eisenkugel so, aber denselben Effekt hat unser Item. Das heißt, wir können immer noch potenziell mit Erdkräfte das Muramura besiegen. Und dann können wir immer noch das letzte Pokémon hoffentlich irgendwie besiegen. Wahrscheinlich Arcani. Ja, Arcani. Das heißt, naja, das können wir vielleicht noch irgendwie gewinnen. Leider sind wir in minus 1 Muramura. Wir haben aber den maximalen Angriff. Er wird niemals Schutzschild haben auf seinem Muramura. Das heißt, Muramura ist schon mal tot. Und minus 1 Steinhagel wird dann Single Target sein. Oder Body Press. Haben wir den Verteidigungsboost auf dem Muramura? Ja. Dann gehe ich lieber auf Body Press. Weil wir haben halt viel mehr Verteidigung als Angriff. Das können wir vielleicht noch gewinnen. Trotzdem Flinch. Mal gucken, Freunde. Volltreffer. Und er hat eine Beere. Oh, schade. Wenn er jetzt auf Flammiste gegangen wäre und sich getötet hätte, ne? Das wäre so cool gewesen. Der geht auf Nahkampf. Nein! Was fällt. Oh. Wir überleben. What the fuck? Wir überleben einfach. Yo. Sheesh. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Damn, boah. Wir haben einfach noch gewonnen. What the fuck? Ey, yo, Ehre. Nice. Sehr schön. Bruder, Muramura komplett der PogChamp hier. What the fuck, und Quotel auch. Die Ehrenmänner, Diggers. Das hätte Nidoqueen auch machen können, okay, aber okay. Aber auch egal, Freunde. Ist doch. Ah, vielleicht hätte Nidoqueen keinen Flammenblitz. Ah, Nidoqueen hätte Flammenblitz überlebt, auf jeden Fall. Ey, wir sind 1500. Von 0 auf 1500 in 45 Minuten. Nice. Was war unser Ranking am Anfang der Aufnahme? Ich glaube 5000. Das wird ein richtig wildes Farm, Alter. Es wird ein richtig wildes Farm. Ach Mensch. Meine Gutu ist richtig abgegangen, Alter. 32 Aufrufe, nicht schlecht. Das finde ich, ja, ich finde cool. Oha, wir kämpfen gegen den richtig hochgerankten Gegner. Wenn wir den jetzt hops nehmen, oh, das wird schwierig. Wir müssen faktischerweise Koronaspor leaden. Wir müssen auch Quotel mitnehmen. Und ich glaube, wir nehmen sogar Muramura mit. Ey, wir kämpfen jetzt gegen den richtig guten Gegner. Ich schwöre, wenn ihr jetzt auf die Videolänge guckt und seht, das Video geht 3 Stunden. Ja, okay, gut, dann ist okay, aber. Naja. Ja, falls ihr noch Videoideen habt, die nicht Pokémon sind, also wenn das so ist, dann guckt ihr wahrscheinlich nicht bis hier und sagt es mir dann erst, aber wenn das so sein sollte, dann lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, weil ich liebe Pokémon und ich liebe Pokémon-Videos zu machen. Aber naja. Oder weil, wenn ihr bis hierhin guckt, dann könnt ihr mir auch sagen, guckt ihr auch meine anderen Videos oder nur meine Pokémon-Videos. Das würde mich auch interessieren. Vor allem bei dir, Jenny. Aber wirst du mir, keine Ahnung, so kannst du mir ja sagen, einfach, wenn du Bock drauf hast, wenn nicht, auch nicht schlimm. Wenn ich mich frage, wie ich dieses Team besiege. Halt, Quirtle fegt halt jedes einzelne gegnerische Pokémon, ne? Das ist halt ein Given. Dafür muss aber mit Zauberraum draußen sein. Und idealerweise ist gegnerische Quirtle dann auch schon tot.
Ich bin nicht sicher, ob ich schon mal gegen dieses Team gekämpft habe. Bin ich überhaupt nicht sicher. Aber ja. Ich finde, meine Haare sehen so komisch aus einfach. Ich mag das viel mehr mit den langen Haaren. Wie seht ihr das, Freunde? Schreibt es mir in die Kommentare. Interessiert mich eigentlich nicht so wirklich, aber ja, ein bisschen schon. Ehrlich gesagt. Kalirex Ndidi, okay. Wir beide leaden also mit Kalirex Ndidi. Der Gegner hat einen Schwächenschuss auf dem Kalirex. Ich würde gerne mal Quirtle reinwechseln, das kann ich aber nicht. Ich frage, es geht der Gegner auf Bizarro, ja oder nein? Ich würde eigentlich gerne das Ndidi vom Gegner direkt einfach töten. Ja. Wir haben die Psychosamen, wir wissen, der Gegner hat einen Schwächenschuss. Ich glaube, ich mache einfach das hier. Ich gehe einfach auf den dicker Eisenabwehr, Freunde. Weil was will der Gegner machen? Auf Glacial Lance gehen? Oh, er geht auf rechte Hand. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das heißt, Servo wird nächsten Zug sterben. Dann kann ich nächsten Zug den Bezauberraum rauskriegen. Ich bin schneller. Stimmt, ich habe ja nicht null Init. Lol. Geht, denkt sich nur so free. Jetzt kann ich auf Bezauberraum gehen. Wenn der Gegner nicht auf Bezauberraum Flächenmacht geht, dann müsste ich halt, ja, Bezauberraum rauskriegen dann. Und dann kann ich halt Quirtle gehen und hoffentlich zwei Kills mit Eruption snacken. Bin aber halt nicht sicher. Weil Kronospa ist halt nicht unbedingt in der Range von Eruption, aber wahrscheinlich wird es Schwächenschutz Kronospa in der Range von Eruption sein. Ich weiß halt nicht das Set vom Gegner, aber ich glaube, dass es nicht so ein krass offensives Set, krass defensives Set ist wie mein Psychosamen-Set oder das halt von Jenny. Deshalb mal gucken. Aber ich glaube, ich mag sogar das Set, was Jenny hat, einfach ohne KP auf dem Kronospa. Weil das bedeutet halt, dass du halt, ja, geh wieder auf rechte Hand. Dass du halt maximale Stärke auf Body Press hast. Ich bin nicht sicher, ob man das braucht, ehrlich gesagt, für irgendwas, aber ist ziemlich cool, ja. Okay, wir haben schon mal richtig viel Schaden gemacht gegen das Ndidi. Dieser Lanze kommt raus. Glaubt ihr echt, der Gegner ist einfach auf Rang 100 gekommen, auf 103, indem er einfach rechte Hand und Glacial Lance gespammt hat? Weil wenn ja, wäre das echt ziemlich witzig. Ich frag mich immer manchmal so, sind die Gegner echt so weit gekommen mit einfach so dummen Strategien? Und die Antwort ist meistens ja. Und das finde ich irgendwie deprimierend, weil wenn ich immer so Sachen ausprobiere, wie irgendwie Instant Boomer oder so und plus Sashi, dann verliere ich einfach immer. Ich krieg dauernd aufs Maul. Das finde ich irgendwie richtig deprimierend, muss ich echt zugeben. Ich gehe einfach mal auf Body Press. Der Gegner, wenn ich mich richtig erinnere, hat null Switch-ins in die Eruption. Ich weiß halt nicht, ob sie killt. Aber der Gegner hat da keine Psychosamen, also müsste eigentlich killen. Ich bin halt nicht Wahlglas, ne? Es könnte auch eine Wall sein, aber ich glaube, eine Wall ist es nur, wenn der Gegner krass viel Spezialverteidigung hat. Und außerdem heißt es, ich könnte nochmal auf eine Eisenabwehr gehen. Aha, er wechselt aber raus. Deshalb gehe ich auf Body Press, Freunde. Und Schutzschild. Ja, perfekt. Haben wir schon mal das Teil getötet? Deshalb bin ich auf Body Press gegangen. Jetzt kriege ich nochmal einen Angriffsboost auf meinem Kronospa. Das heißt, mein Kronospa ist jetzt auch ein riesiger Raid-Boss für den Gegner. Und daneben ist dann direkt ein Quirtle. Also insofern, ja. Ach, er hat gar keinen Fokus, gut. Ja, okay, dann hätte ich einfach auf Eisenabwehr gehen können. Aber ich glaube, ich brauche gar keine Eisenabwehr mehr, weil ich glaube, Quirtle gewinnt einfach den Kampf jetzt. Je nachdem, was der Gegner jetzt rausbringt. Wahrscheinlich sein eigenes Quirtle. Was ziemlich schlecht wäre. Wir haben auch keinen Schutzschild auf unserem Quirtle, ne? Okay, er bringt auch sein Quirtle rein. Body Press tötet es halt. Ich glaube wirklich, ich gehe einfach nochmal auf Eruption Body Press. Weil ich will halt das Ndidi töten. Rechte Hand. Okay. Das könnte mein Kronospa töten. Außer er geht auf Eruption. Ich muss mal gucken, was passiert jetzt. Weil es müsste. Oh, er ist defensiver. Normalerweise macht es so um die 50% Schaden. Und der geht auch auf die Eruption, okay. Das dürfte halt keins meiner Pokémon besiegen jetzt.
Uff, knappe Kiste, Freunde. Sehr knappe Kiste, leider. Und Bodyfest tötet das Quotel. Nein! Es tötet nicht sein Quotel! Verdammte Scheiße! Was ist mein letztes Pokémon? Als ob das Quirtle überlebt hat. Muramura. Ich glaube, ich gehe wirklich einfach nochmal auf eine Eruption mit meinem Quirtle. Weil ich muss halt das Quirtle vom Gegner töten. Ah, nee, es ist Wahlglas. Ich habe gechoked. Glaube ich. Ich glaube, das Quirtle vom Gegner ist Wahlglas. Das war ein Schock von mir. Ich kann das Quirtle einfach ignorieren. Und jetzt kann er Konosprey vielleicht beide meiner Pokémon töten, weil er Schwächenschuss jetzt aktiviert ist. Oh nein. Ich glaube, ich habe gechoked. Es war doch Wahlglasquote. Jetzt ist halt so schade, dass ich halt nicht die 0 Init habe auf meinem Konosprey. Ey, vielleicht überleben wir ja mit einem unserer Pokémon, dann gewinnen wir. Ich habe so hart gechoked. Ich hätte einfach auf Wurfball gehen können. Ich bin nicht sicher, ob es ausgereicht hätte. Ein Hartschutzschild. Ich fühle mich so schlecht jetzt. Oh. Also Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst mich in den Kommentaren wissen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ich fühle mich sehr schlecht, dass ich das verloren habe. Na dann. Ciao.